Ja, nur auch von meiner Seite, ich denke, dass wir ein sehr, sehr kampfbetontes Spiel von unserer Seite gesehen haben, sehr, sehr, sehr viel Mentalität reingeschmissen haben. Wir hatten heute 8 Jungs von Anfang an, die unter 22 sind, hatten 4 Innenverteidiger zu ersetzen, haben mit einem 18-Jährigen und ja, 2 18-Jährigen in der Innenverteidigung gespielt. Und von der einen letztes Jahr aus der A-Jugend Rheinland-Liga letzter war und jetzt heute hier sein Oberliga-Debüt gegeben hat. Von daher waren wir sehr, sehr darauf aus, was eigentlich gegen meine Natur ist, Risikominimierung zu spielen, viele Bälle ins letzte Drittel zu bringen, weil wir auch einfach eine hohe Qualität heute im 1 gegen 1 hatten vorne. Ich denke, die 2 Tore waren sensationell gut rausgespielt. Das waren aber auch die einzigen beiden spielerischen Lichtblicke von uns. Ansonsten sind wir viel darauf gegangen, individuelle Klasse, 2. Bälle im letzten Drittel und haben natürlich mit viel Wille, mit viel Glück und mit viel Leidenschaft dann den Dreier eingefahren. Und ich glaube, das war das Wichtigste heute, das Ergebnis. Die Art und Weise ist, glaube ich, nicht das, wofür wir immer fußballerisch stehen wollen. Aber aufgrund der Ausfälle und natürlich dem Ergebnis letzte Woche haben wir uns heute darauf fokussiert, das Spiel zu gewinnen. Und das haben wir mit einer extrem jungen Mannschaft und mit extrem viel Leidenschaft geschafft.